wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Zum Schluss unserer Matinee unter den Linden darf ich Ihnen zwei Kulturschaffende ankündigen, die weit über Wetzlars Grenzen hinaus bekannt sind. Fernsehauftritte, ausverkaufte Vorstellungen und kürzlich erst die hessische Ehrenurkunde für Kunst und Kultur. All das zeichnet das Mundart-Duo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Busseldande aus. Heute beehren uns Klaus Wolf und Jochen Strunk in Zivil, aber selbstverständlich auf Hessisch. Für deutsche Untertitel konnten wir auf unserer Lindenbühne leider nicht sorgen, aber ich bin mir sicher, irgendwie verstehen wir sie trotzdem. Begrüßen Sie mit mir die Busseldande. Guten Tag, ihr liebe Leute. Guten Tag. Ich schwätze mal ein bisschen platt. Das ist ja früher auch geschwätzt worden in der Stadt, nicht so viel wie auf den Dörfern. Aber in jedem Dorf gehört auf jeden Fall eine Linde in die Mitte. Und es wurde auch immer in der Linde gesungen. Und die Linde waren immer der Mittelpunkt. Manche haben sie auch nicht gepackt in der schnelllebigen Zeit, aber weil seit die Leute schon drauf kommen, haben sie auch eine neue Linde gesetzt. Also ich hoffe, hey, sei sie gescheuter. Wollen wir, oder? Ja. Was stehst du da drauf? Ich muss, hey, auf und drücken. Das sei doch schon, oder? Das ist ein moderner Computer. Ja, wenn wir singen wollen, brauchen wir ja Musik. Ach so. Das war ich dem Joachim nicht verklärt, wenn er das da soll. Da habe ich gedacht, ich mache das schnell so. Also, wir singen jetzt mal ein Lied vom Sommer. Also, das ist eine Jahreszeitenfolge. Das hat einer aus Lafdorf geschrieben, der Friedhelm Siering. Ein wunderbarer Mundartdichter. Der hat so schöne Lieder geschrieben. Die Texte sei so schön. Schott, wer sie weil nicht richtig versteht. Also durch die Strophe musst du auch ein bisschen selber durchwurschteln, aber im Refrain, da singen wir immer, wie geht das, die Leute, Halle ruht. Also sie sitzen oben beieinander in Halle ruht, Ruhrtal, Rat halten, sich unterhalten unter den Linden. Weil da hinken die Leute immer unter dem Satz Ruhrtal. Gut, aber. Ja, ich will jetzt genug Ruhrt gehale, komm jetzt. Ruhrtal. Himmel ist blau und die Wehe sei weit für die Leute auf dem Land. Kommt jetzt die Schienzeit, hau lieber ins Feld und die Sonne scheint so heiß. Auf geht's, die Erde wird mich Spaß. Und so wird Wett und alles rot, die Erde des Geduld. Dann sitze mir draus für im Haus auf der Gasse und Hahnhut und alles hat rot. Dann sitze mir draus wir im Haus auf der Gasse und Hanut und alles hat rot. Die Gärde sei voll mit Gemäusen, se Lord, und die Fricht auf der Felder ist hoch und entstaut. Die Bauern von Haaren, die schauen werden voll und die Sonne brennt wehnerisch und doll. Man so wird wert und alles rot, die Erde des Geduld. Dann sitze mir draus wir im Haus auf der Gasse und Hahn ruht und alles hat rot. Dann sitze mir draus wir im Haus auf der Gasse und Hahn ruht und alles hat rot. Die Luft ist so schwäul und die Wolke sei dick und die Sonne seht sich hin, die Wolke zurück. Die Schwalbe geht tief und der Himmel wird grau und es gibt ein Gewirr in Rauch. Und so wird Wett und alles rot, die Erbe des Geduld. Dann sitze mir draus wir im Haus auf der Gasse und Hahn ruht und alles hat rot. Dann sitze mir draus wir im Haus auf der Gasse und Hahn ruht und alles hat rot.
Dankeschön. Gottes verstanden, die Arbeit ist das Arbeiten. Die Schauer ist die Scheune. Und die Schauer ist die Scheune. Und hinter der Schauer stand auch immer Linne. Vielleicht, na, da stand eine Quetschebiene. So, jetzt singen wir noch eins vom Herbst. Geht über in Wender. Basti Hau verdient Schiene Dog nicht so gut, aber der Herbst hat ja schon einmal ständig eingegeben. Und jetzt kann man sich schon mal bald drucken wie der August geht's ja in. Also der September ist bald da. Gib da wohl anderer. Anderes Wetter. Ich glaube aber, die Leute kommen ganz gut zurecht, morgen. Ich morgen es geht. Guck mal, hey, auch was, was man sagen muss für. Na, es beschreibt der Herbst. Die Leute verstehst du, so lachen, also verstehst du es auch. Da musst du mal lohnen, also musst du mal genau hin. Genau. Hat es verstanden? Also haben Sie es verstanden? Ich meine, dass wir euch Gott gegangen. Und die Leute haben alle Englisch können, konnten sie das auch noch. Und hey, kann man übrigens oben ganz schief sitzen und Ruhrtale. Ich habe immer gesagt, ich verstehe gar nicht,
Man müsste doch eigentlich hey, nur so klar Teki machen und hey, ein paar Becken und ein paar Tischen, das wäre der schönste Bayergarten in Wetzlar. Weder ohne der Weihgott oder Lahm. Ja, wenn du das machst, wird Geld verdient und dafür die BMA stehen bleiben. Ja. So, was machen wir jetzt? Jetzt singen wir kein schöner Land in dieser Zeit. Wir machen das so. Wir zwar singen bei die ersten Strophen auf hier, weil wir hoch kein Playback. Und wir machen das einfach so. Und wir hoch hier den gewaltigen Chor, der da ist dann in der Stütze. Wollt ihr dabei kommen oder wollt ihr noch stehen bleiben? Kommt doch hey dabei, oder? Ich glaube, ihr müsst hin rauskommen. Ja. Ihr müsst hin rauskommen. Da haben wir auch einen Dirigent dabei, der aus der Ton auch geben kann. Das ist ja, na, das wird ja auf Hochdeutsch gesungen. Gell? Kommen wir anders, gell? Also wir haben gedacht, wir singen mal die erste Strophe und dann fangen wir aber nochmal von vorne oben mit allem an. Ihr habt auch den Zettel hier, gell? Steht der Text drauf? Wo ist der Dirigent? Ja. Normal müsste es können. Oder können wir es gleich von Anfang an alle machen? Sehr gut. Der Dirigent hat gesagt, dass wir den Ton. Ein schöner Land. Kommen wir doch hin. Da muss ich mal hinweisen. Ein schöner Land in dieser Zeit, als ihr das unser weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stund gesessen, wo wir uns finden, wohl unter Linden. Es ist sehr schön, dass sich heute so viele Leute unter diesen Linden eingefunden haben, um Musik zu hören und schließlich auch selbst zu machen. Es wäre schön, wenn wir zusammen den Liebfrauenberg in diesem Sinne weiter beleben und beschützen würden, damit auch in Zukunft Menschen im Schatten dieser Linden Ruhe, Erbauung, nicht Bebauung, und Gemeinschaft erleben können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag und ein schönes sonniges Wochenende. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bin hier beteiligt, aber die zwei, der Harald Minder und die Barbara Spruck, die gerade gesprochen hat, die brauchen jetzt wirklich mal einen Applaus für diesen Einsatz und dieses Engagement.